So, hallo Leute, ich habe erneut die Lautstärke hier vorne runtergedreht, da ich gemerkt habe beim letzten Mal, dass es immer noch zu laut war. Und wenn man jetzt mal schnell Level 5 fertig. Ich hoffe, es laggt nicht, weil ich nebenbei Q-Man hochlade. Wenn doch, werde ich abbrechen müssen. Probieren wir es. Das Spiel hier beansprucht ja jetzt auch nicht so viel. Ich hätte jetzt auch Zeit, Q-Man aufzunehmen. Aber da möchte ich ja lieber vorher Bescheid geben, bevor ich das wieder aufnehme. Was ist das zum Beispiel? Ach so, sowas. Denn wir können, glaube ich, auch noch da oben lang. Ach so, genau. Ah ja, ich denke mal, wir können hiervon alle schon finden. Okay, dann müssen wir zuerst oben lang. Ah ja, dann kommt hier im letzten Level auch dieses ekelhafte Schalenrätsel. Das könnte eventuell nochmal dauern. Aber ist ja okay, diesmal haben wir ja mehr als genug Zeit. Okay, gut. Ist bisher noch sehr linear und dadurch auch leicht aufgebaut. Aber wenn's hilft. So. Dann können wir da weiter. Hier war das, glaube ich, irgendwo mal, wo ich was angeklickt habe, ohne es gesehen zu haben. Und ich meine, das war da irgendwo in der Nähe. Also es kann sein, dass uns irgendwie gleich eins fehlen wird. Ah ne, es ist aktuell nur noch eins. Und wir können hier hoch. So wie ich das noch in Erinnerung habe. Und wenn hier oben das letzte ist. Ah ja. Ach ne, du mischtest extra was. Dann kriege ich von euch wahrscheinlich das letzte. Ah ne, da ist es. Okay, wie sieht das aus, was die wollen? Achso, das sind die anderen Objekte, die ich so anklickbar fand. Das, was so aussieht wie blütenartiges Zeug. Schau ich mal kurz, ob es rechts noch was davon gibt. Ach ja, und außerdem werde ich wahrscheinlich, also. Es wird natürlich mit Minecraft Everything weitergehen, das heißt, es wird da schon mal ein Projekt wieder belegt sein. Aber Morphopolis endet ja hiernach jetzt und Q-Man endet ja nach dem nächsten Part auch. Dann werde ich höchstwahrscheinlich mit Chronicles of Teddy anfangen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist, aber ich freue mich selber schon irgendwie es mal durchspielen zu können, weil ich das immer mal wollte, aber selber nicht so privat die Zeit dazu hatte. Und es deshalb einfach jetzt so mache. Ah, Puzzeln. Puzzeln ist gut. Wir müssen aber auch mal schauen, es kann sein, dass ich. Also ich glaube, ich mache es diesmal ausnahmsweise so, dass immer wenn jemand in den Raum kommt, dass ich direkt abbreche. Weil
wir aktuell einen Maler bei uns haben, der hinten mein Zimmer ein bisschen macht. Und es kann sein, dass der mal vorkommt und irgendwas wissen möchte oder so. Der weiß natürlich nichts von der Aufnahme hier. Ah ja, und ich habe vor, demnächst auch mal wieder meine Wii anzupacken, da es da ein Spiel gibt, was mir wieder aufgefallen ist, was ich sehr gerne mal durchspielen würde. Und das ist sowas ähnliches wie Stardew Valley, dass man aus verschiedenen Kategorien möglichste Dinge im Verlauf des Spiels sammeln kann. Und ich weiß auch, dass ich das damals sicher auf 100% gespielt habe. Und ich als 100% Spieler muss daran natürlich was ändern. Das könnte eventuell auch ganz lustig werden. Ich würde ja immer gerne mal schauen, ob man das nicht auch mal aufnehmen könnte mit der Wii. Aber ich glaube, so alles, was in die Richtung Nintendo-Spiele fällt, da habe ich ja immer so ein bisschen Angst. Weil Nintendo halt so ein bisschen bitch-like drauf sind. Und gerne mal irgendwie für alles mögliche Geld wollen. Da gab es ja diese verschiedenen Programme, wo die... Ah, okay, ich werde gerufen. Aber da gibt es verschiedene Programme, die schon hier geplant hatten, um YouTubern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Einkauf hochtragen. Na toll. Okay, halt, wir machen das Puzzle hier kurz fertig. Weil Spielen geht natürlich vor. Und dann helfe ich denen kurz. Dann hoffe ich, dass ich das hier mal eben fertig aufnehmen kann. Du kommst dahin. Ach ja, ich habe jetzt auch mir nochmal wieder richtig viele Puzzlekisten zusammengesucht gehabt aus meinem Haushalt. Also aus meinem Haushalt, wie das klingt. Also so aus den verschiedenen Räumen, in denen ich bisher noch nicht nach Puzzlekisten geschaut habe. Weil das 18.000er ist bei mir aktuell im Stillstand. Das liegt aber auch nur daran, dass ich gerne alle Teile in Kisten sortiert haben möchte. Aber das dauert eine halbe Ewigkeit, bis man 18.000... Na gut, ich habe schon einiges so gelegt, ohne es in Kisten vorher zu tun. Jedenfalls, das alles umzulegen, dauert zum einen Zeit. Und zum anderen habe ich nicht so viele Puzzlekisten. Aber jetzt habe ich nochmal viele gefunden. Und die werde ich dann benutzen. Und eventuell noch mehr reinsortieren. Und dann geht das vielleicht etwas besser mit dem Puzzeln. Weil das hat sehr geholfen gehabt bei dem Tausender davon. So gut. Also, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Weggegangen, Platz verfangen. Die Katze sitzt jetzt bei mir im Sessel. Mach mal. Und die geht nicht weg. Die schläft einfach nur. Der kannst du sagen, Tiger, nein. Oder, böse. Oder, sitz. Oder, geh weg. Das ist dir alles egal. Ach Mann. Für wen war das? Achso, oben. Okay, wir könnten jetzt da unten rein. Aber wir machen lieber mal hier oben was fertig. Was uns dann vielleicht helfen könnte. Vor unten schon mal. Und vielleicht müssen wir dann nicht mehr hier hoch. Aber höchstwahrscheinlich. Obwohl, wir haben bisher noch keine dieser gelben Punkte gesehen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich beim letzten Mal nicht mehr in irgendwas hier eindringen. Vor allen Dingen, was ist jetzt passiert? Kann ich jetzt hier lang? Nee. Hat das irgendwas gemacht? Na, ich weiß ja nicht. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal die Höhle an oder den Durchgang. Es kann übrigens sein, dass ich jederzeit unterbrechen muss. Aber bei einem Spiel wie hier ist es ja nicht schlimm, weil ja nur was passiert, wenn ich was mache. Oh naja, mal schauen. Also wie gesagt, dieses Chronicles of Teddy war mal Finding Teddy 2. Und ich hatte es mal vorgestellt gehabt in diesen Winter Sale Games, die ich mir geholt hatte. Und da war ja auch schon Q-Man mit dabei. Wahrscheinlich wird Q-Man Dienstag kommen, weil Montag hätte ich schon gerne Minecraft Everything. Das ist voll seltsam. Ich habe bis jetzt Linksklick gedrückt gehalten, aber er läuft jetzt erst raus. Man hätte ihn auch suchen können, wenn man es nicht besser gewusst hätte. Halt, du möchtest jetzt 5 Käfer. Oh ja, jetzt müssen wir die doofen Käfer sammeln.
Und bestimmt ist in jedem Gebiet eins, damit ich schön nochmal laufen muss. Ach man, das Käferspiel wird ekelhaft. Na los, komm her. Aber kann man sich das jetzt quasi so vorstellen, dass ein Tier in einem Tier in einem Tier in einem Tier in diesem Tier hier drin ist? Das würde ganz schön seltsam aussehen. Wenn man das so in der Mitte aufschneidet, ist das so wie hier diese großen Lutschkugeln, die so gigantisch sind, wo ich einmal, da habe ich einmal morgens angefangen und war abends fertig mit dem Ding. Also ich habe da circa 8 Stunden oder so dran gesessen. Okay, halt. Hier ist noch einer. Ah ja, genau, und dann ist da rechts und oben noch einer. Ach man, schön Zeit heraussuchen. Ich glaube, das haben einige Leute in dem Spiel bemängelt, dass es ihnen ein bisschen zu langsam vorangeht. Naja. Aber das wäre voll cool, wenn man hier in so minimalen Abstand das Ding schon anklicken könnte. Dann müsste man nicht nochmal extra hier hinlaufen. Na los. Man könnte meinen, wir wären nach der Zeit auch schneller, wenn wir uns größere Tiere aneignen. Aber nein. Genau. Ach ja, das war das, was ich erst nicht gefunden hatte. Okay, wir haben alles. Dann kommt das letzte Rätsel. Und dann verstehe ich das Ende gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das Ende überhaupt sagen soll. Okay, alles klar. Schneide ich einfach raus. Tja, ja. Anstrengende Aufnahme. Und eigentlich hätte ich schon wieder seit 2-3 Minuten weitermachen können. Aber die kommen hier rein. Machen irgendwas. Und lassen die Tür angelehnt, wenn sie rausgehen. Die haben die nicht mal zugemacht. Und ich denke mir so, ja, wenn die draußen die ganze Zeit noch rummachen, braucht es halt noch. Aber die waren schon die ganze Zeit so entfernt, dass sie gar nicht hätten weiter stören können. Voll dumm. Ach Mann. Okay. Käfer, da dran. Und letztes Rätsel. Wir können verschieben. Kopfteil, Mittelteil und das Teil. Und können immer die jeweiligen austauschen. Und wir müssen es schaffen, dass alle Käfer gleich werden. Wow. Jetzt hätten wir hier einen ganzen Käfer. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt können wir... Ich muss den oberen anklicken. Den austauschen. Das drehen. Stimmt das schon? Sieht richtig aus. Jetzt stimmen die halt beide. Aber das Ding ist, der Rest halt noch nicht. Wartet mal, wie weit würde denn das hier stimmen? Immer jeweils nur eins, ist ja voll dumm mit den Köpfen. Also wir müssen mal irgendwas mit den Köpfen machen. Ich wollte schon sagen, das ging ja erstaunlich schnell. Aber das hatte ich fast jedes Mal, dass zwei Sachen übrig bleiben. Das und das muss noch vertauscht werden. Wie mache ich das? Ich hatte das mal irgendwie hingekriegt gehabt. Ach nee. Irgendwas muss man... Wenn ich jetzt was austausche, ich kann irgendwas drehen, wodurch dann alles wegbleibt. Also die zwei wollen wir ja. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal eins von den beiden nach oben zu tun. Dann hier unten was auszutauschen, obwohl jetzt halt auch das hier wieder als Ganzes gilt und die anderen drei nicht. Das heißt, es wird im Endeffekt immer irgendwie sowas gleich bleiben. Solange ich nicht dafür mal irgendeine Lösung finde. Also nehmen wir jetzt einfach nochmal das hier hin. Haben jetzt alles um eins vertauscht. Jetzt würde das zwar nicht mehr stimmen, aber wenn ich das hier hin tue, den wieder zurück. Nein, halt, wir müssen es mal schaffen, dass hier der Orange daneben liegt. So, jetzt hätten wir das. Können das austauschen, dann geht das dahin. Da muss aber blau sein. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal die einzelnen Käfer auszutauschen. Blau muss dahin. Mit der Stelle austauschen. So, halt. Kann ich das jetzt nochmal auf Ursprung drehen? Was brauchen wir denn? Ah ja, hier ist wieder der ganze Käfer. Genau, wenn ich den runter tue... Muss dann grün, blau, orange kommen. Als nächstes. Wenn ich hier runter gehe. Grün. Blau ist schon richtig. Und orange da. Oha.
Nein. Das ist blau. Das heißt, an die Stelle muss ich mit dem austauschen. Boom. Orange. So, passt das noch? Das, wenn ich das dann austausche. Hä? Aber ich habe da Orange da drin. Ah ne, halt, ich habe ja den genommen. Ach Mann. Ja, ich suche mir immer wieder eine neue Reihenfolge zurecht, obwohl ich ja jedes Mal andere Viecher nehme. Ne, aber das geht ja nicht. Der Grüne muss ja definitiv hier bleiben. Wir müssen ja mit dem Ganzen austauschen. Wir haben jetzt einen Ganzen. Und dann kommt hier. Verändert sich die Reihenfolge jedes Mal wieder oder spinne ich jetzt? Hier muss Orange hin. Dann Grün. Geht das überhaupt nur mit Grün? Nee, weil das Mittelstück verändert sein muss. Oh halt, verdammt. Ich glaube, hier mit Denken dran zu gehen, könnte vielleicht sogar falsch sein. Das war keine Absicht. Ach Mann, das ist wieder mein pränataler, mein pränataler Wissensstand, meine Vorahnung, Dinge richtig zu tun. So, was ist das für ein Ende, hä? Verstehe ich nicht. Erklärt's mir. Egal. Aber so endet das Spiel. Und so endet das Let's Play. Human, wie gesagt, am Dienstag. Ich werde das jetzt in jedem Video aufs Neue erzählen. Heute kommt ja der vorletzte Human-Part. Der ist gerade am Hochladen. Immer noch. Dann kommt morgen das 100 Abonnenten-Special. Wow. Und dann Montag würde ich gerne Everything bringen. Dann sollte soweit alles stimmen. Halt, dann müsste das hier ja am Montag. Nee, oder? Ja? Nein? Heute? Weiß ich nicht. Muss ich nachschauen. Jedenfalls, danke fürs Zusehen. Ihr werdet sehen, wann das Video kommt. Und naja, Spiel ist relativ günstig auf Steam. Vor allen Dingen, wenn es dann mal runtergesetzt wird. Also wenn ihr es hübsch findet, könnt ihr euch das ja auch holen. Ich fand es gezeichnet sehr hübsch. Point-and-Click-Aspekte waren relativ in Ordnung, es war halt immer dasselbe. Und eventuell ja, für mich auch ein bisschen zu langsam. Und es gab einige Ungereimtheiten mit der Steuerung. Aber das hat nicht wirklich den Spielspaß kaputt gemacht. Aber, ja. Das Spiel ist in Ordnung. Danke fürs Zusehen. Ciao.